Alle, die jetzt dabei sind, also CFDs, kommen heute nicht dran. Wir machen heute oder ich mache heute verbriefte Derivate. CFDs als, ich sag's mal krass, als unregulierte Derivate kommen das nächste Mal. Ein kleiner Anriss an Optionen. Schwerpunkt liegt dann auf CFDs und Futures. Optionen eben mit der Abgrenzung zum Future. Was ist ein Future? Was ist eine Option? Weil der Gregor ja im August, er ist unser Optionsspezialist. Er wird da in die Tiefe von Optionen gehen und wird mit Sicherheit da auch live zeigen, wie man da so Optionen auswählt. So, genau. Also, Nikolas, warum überraschend? Ich finde es überraschend, dass CFDs so wenig gehandelt werden, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich hätte gedacht, CFDs werden mehr gehandelt. Gibt es so Leute nach Auskunft eines Vorstandsvorsitzenden, sind Aktionäre dumm und frech dumm, weil sie Aktien kaufen und frech, weil sie auch noch Dividende haben wollen? Ja, klar, ist doch okay, Dividende, oder? Oder du gehst in ein Unternehmen, was Naturaldividende zahlt, ist ja auch okay. Und wenn du mehr Dividende möchtest, dann nimmst du die Vorzugsaktien, kann man auch nehmen. Okay, lass mal die Fachsimpelei, machen wir die Umfrage zu. Ja, Dann gucke ich ich mal. übergebe an dich. Ja, dann gucke ich mal, dass ich meinen Monitor kriege. Teilen. Ihr solltet jetzt meinen Monitor sehen. Er ist bei mir auch grün eingerahmt. Derivative Finanzinstrumente, die erste. Daraus könnt ihr folgern, dass es noch derivative Finanzinstrumente, die zweite gibt und sogar die dritte. Und von meiner Seite jetzt erstmal ein herzlich willkommen, einen schönen Abend allerseits. Ich habe die Zeit auf jeden Fall im Auge, weil der ein oder andere will ja natürlich Fußball gucken. Ich gehöre da nicht unbedingt dazu, mit oder ohne deutscher Beteiligung. Aber das Spiel geht ja meines Wissens erst um 21 Uhr los. Das heißt, ich habe noch ein kleines bisschen Zeit, euch etwas über derivative Finanzinstrumente zu erzählen. Grundsätzlich, das Webinar wird aufgezeichnet, habt ihr ja schon mitbekommen. Und die Folien, die ich hier vorbereitet habe, die sind zwar viele, ihr seht 92, die gehe ich nicht alle en Detail durch. Aber dieser ganze Foliensatz, der wird dann auch zum Webinar auf die Homepage gestellt. Also da könnt ihr, wenn ihr da nochmal was nachlesen möchtet, könnt ihr das auf jeden Fall angucken. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte in den Chat. Und was haben wir noch? Klar, und ich duze euch ganz frech und ihr dürft mich bitte auch duzen. So, dann haben wir das alles mal soweit erledigt. Und genau, Wieland hat mich ja schon hinreichend erklärt. Es sind hier eins, zwei, drei, es sind vier ganze Bücher. In Trading-Welten habe ich ein Kapitel geschrieben. Und das Trading für Dummies, da bin ich gerade im Überarbeiten. Da kommt im Herbst dann die dritte und überarbeitete Auflage raus. Und insbesondere in diesem Buch, in Trading for Dummies, ist ein sehr umfangreiches Kapitel über Produkte drin. Das heißt, wenn sich jemand für Produkte interessiert, da werden auch Anleihen zum Beispiel erklärt, dann möchte ich ihm dieses Buch empfehlen. So, Disclaimer. Ich habe natürlich auch ein Disclaimer, weil ich gehe hier auch in einzelne Wertpapiere rein. Ganz wichtig, die gezeigten Informationen dienen lediglich zu Ausbildungszwecken. Der Inhalt des Seminars dient nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Die Autorin erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Handeln nach den gezeigten Setups erfolgt auf eigene Gefahr. Wenn ihr Gewinne macht, dürft ihr gerne mit uns allen sozialisieren. Und wenn ihr Verluste macht, die dürfen dann bei euch bleiben. So steht es auf der Homepage drauf. Im ersten Teil dieser dreiteiligen VTAD-Wissen-Webinar-Reihe gibt Ihnen Karin Roller einen Überblick über die verschiedenen derivativen Finanzinstrumente. Diese lassen sich zum Beispiel klassifizieren in Wertpapiere wie Optionsscheine, Zertifikate, unregulierte Derivate wie CFDs und Termingeschäfte wie Optionen und Futures. So, und im ersten Teil erkläre ich euch Optionsscheine und Zertifikate und wir gucken auch bei Onvista und bei der Börse Stuttgart uns ein paar Sachen an. Und ich werde auch auf ein paar Fallstricke hinweisen. Umfrage haben wir gemacht. Was ist ein derivatives Finanzinstrument? Das gilt es ja als erstes mal zu beantworten. Welche Derivate gibt es? Also nicht in der kompletten Summe, sondern welche sind für uns interessant? Wir klassifizieren die Derivate und eben heute Optionsscheine und Hebelzertifikate.
Was ist ein Derivat? Ich bin Naturwissenschaftlerin und ich komme jetzt einfach mal von der Chemie-Seite her. In der Chemie ist ein Derivat ein struktureller Abkömmling einer Grundsubstanz. Ein ganz bekanntes Beispiel ist Salicylsäure. Die kommt in verschiedenen Pflanzen vor. Und ein Derivat der Salicylsäure, also ein Abkömmling dieser Grundsubstanz, ist Acetylsalicylsäure. Und das ist nichts anderes als Aspirin. Hat möglicherweise schon jeder von uns mal eingeworfen. Also wenn ich an die Salicylsäure so eine Acetylgruppe anhänge, bekomme ich Acetyl und damit ist eben die Acetylsalicylsäure ein Derivat, ein Abkömmling von der Salicylsäure. Im Finanzwesen ist ein Derivat ein von einem Kassageschäft abgeleiteter Terminkontrakt. Kassageschäft ist also praktisch, wenn ihr oder wenn ich oder wir eine Aktie kaufen. Das ist ein Kassageschäft, Kauf und Erfüllung jetzt in spätestens 2 Tagen. Ihr seht hier Kassageschäft, Vertragsabschluss und Erfüllung innerhalb 2 Tagen. Wenn ich jetzt klicke und an der Börse Stuttgart 100 Daimler-Aktien kaufen, habe ich die jetzt auch in meinem Depot drin, Valuta in 2 Tagen. Das ist ein Kassageschäft. Bei einem Terminkontrakt auf die Daimler-Aktie, egal ob Option oder Future, da habe ich zwar jetzt den Vertragsabschluss, ja, ich kaufe jetzt eine Option oder ein Future, aber die Erfüllung ist erst später. Wann auch immer später, aber Vertragsabschluss und Erfüllung sind zeitlich getrennt. Also Terminkontrakt, zeitliche Trennung von Vertragsabschluss, also vom Kauf oder Verkauf und der Erfüllung, Lieferung oder Bezahlung, sind getrennt. Erfüllung erst am vertraglich vereinbarten Erfüllungstermin. Vertragsabschluss und Vertragserfüllung sind also zeitlich getrennt. Im Prinzip ist so ein Terminkontrakt, ein Autokauf, ich bestelle jetzt und kriege irgendwann, wann auch immer, kriege ich mein Auto geliefert und dann bezahle ich auch. Leiste vielleicht eine kleine Voranzahlung und in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten kriege ich dann mein neues Auto. Optionsscheine und Zertifikate sind verbriefte Derivate, verbrieft, weil die Dinger haben eine Wertpapierkennnummer. Und alles, was eine Wertpapierkennnummer hat, wird auch an einer Wertpapierbörse zum Beispiel gehandelt. Futures und Optionen, das sind jetzt standardisierte Terminkontrakte. Standardisiert, weil, wenn ich mir ein Auto kaufe, muss das Auto rot sein. Und da nicht alle Autos rot sind, kann man das ja nicht standardisieren. Das heißt, wenn ich Öl kaufe, kaufe ich eben 150 Fässer Öl mit einem Future oder x Buschel Weizen. Es ist also standardisiert, dass ich nämlich auch den Kontrakt, einen standardisierten Kontrakt an der Börse handeln kann. Dass ich als Käufer und als Verkäufer, wir handeln immer die gleiche Menge, das gleiche Produkt. Optionen sind natürlich genauso standardisiert. CFDs bezeichne ich mal als unregulierte Derivate, weil sie an keiner Börse gehandelt werden, sondern es ist eine private Verpflichtung, ein privater Vertrag zwischen mir und meinem Broker. Es ist keine Börse dazwischen, die irgendetwas regulieren würde. Verbriefte Derivate ist ja das Thema von heute, nur dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie viel es davon gibt. Ich habe gestern auf der Seite von der Börse Stuttgart geschmökert. Es gibt alleine 575.000 verschiedene Optionsscheine, 674.000 verschiedene Hebelzertifikate, 34.000 verschiedene Faktorzertifikate. Ihr seht es ja hier, Bonuszertifikate, Discounter, Aktienanleihen. Das sind alles verbriefte Derivate. Das sind Unmengen, die es da gibt. Und wenn ihr mal den EUWAX-Report euch anguckt, dann seht ihr auch, wie die Emittenten verteilt sind. Erster ist, also das ist der EUWAX-Report vom Mai, Société Générale mit einem Anteil von 13%, Morgan Stanley 10%. Ihr seht hier, was das alles ist. Zu meinen Zeiten an der Börse Stuttgart standen oben noch Deutsche Bank und Commerzbank zum Beispiel. Die City war damals auch schon weit oben, aber die Deutsche Bank ist jetzt weit abgeschlagen mit 1% und die Commerzbank sehe ich gar nicht mehr. Also hier haben sich also die Emittenten, sind neue dazugekommen, wie Morgan Stanley, die waren früher sehr klein, die sind hinzugekommen und alte, große sind weg vom Fenster. Ganz interessant, Gesamtmarkt und zwar nach Volumen ausgeführter Kundenorders. Da war ich ein bisschen von den Socken. Morgan Stanley
hat einen Anteil an ausgeführten Kundenorders von über 16%. Und jetzt lesen wir 460.000 Volumen in 1.000 Euro. Das heißt, wir müssen da vor dem Komma noch drei Nullen hinzufügen. Das heißt, im Mai hat Morgan Stanley Volumen von 460 Millionen Euro an der Börse Stuttgart über verbriefte Derivate gehandelt. 460 Millionen. Das muss man sich mal überlegen. Und das macht ja kein Emittent einfach so aus altruistischen Motiven, sondern da liegt irgendwie das Geld auf der Straße. Also die 460 Millionen, da habe ich auch im ersten Moment gedacht, Karin, da rechnest du falsch. Habe ich mir die Pressemitteilung von der Börse Stuttgart geholt, wie das Jahr 2020 abgeschlossen wurde. Und da gab es ein Handelsvolumen von 46 Milliarden Euro bei verbrieften Derivaten. Und wenn man jetzt hier diese 460 Millionen nehmen, multipliziert roundabout mit 12, dann sind es 5 Milliarden alleine Morgan Stanley, die da umgesetzt haben. Das ist also schon brutal, wie die Emittenten damit verdienen. Weil wie gesagt, die machen das ja nur, um Geld zu verdienen und die müssen damit ordentlich Geld verdienen, weil sonst würden hier nicht solche Umsätze generiert werden. Ist jetzt keine Bewertung von dem Produkt, ob gut oder ob schlecht, aber einfach mal, um zu wissen, was da überhaupt umgesetzt wird. Es ist gigantisch. Dagegen werden nur, also gegen die 46 Milliarden, werden in Stuttgart nur 30 Milliarden an Aktien umgesetzt und nur hier unten 11 Milliarden an Anleihen. Also das schon... Klar ist die größte verbriefte Derivatebörse in Deutschland, aber es sind schon Zahlen, mit denen hier gehandelt wird. Volumen ist da übrigens Stück multipliziert mit dem entsprechenden Preis und so kommen dann natürlich die Euro raus. So. Und auch ganz interessant ist für alle die, wir haben ja jetzt die Hälfte ungefähr, die Hebelzertifikate und Optionsscheine handeln. Also jetzt geht es nur um die Börse Stuttgart. Von der Handelsüberwachung stattgegebene Mistrades, wenn also irgendetwas schiefgegangen ist, dann wendet man sich an die Handelsüberwachung und kann sagen, die Trades müssen zurückgenommen werden. Es ist ein Mistrade, da sind wir bei 0,0%. Also das ist extrem wenig. Das heißt, in der Regel läuft es mit den Orders an der Börse gut durch. Und ich gehe davon aus, dass die Frankfurter auch keine schlechtere Statistik haben als die in Stuttgart. So. Kommen wir zum Thema Optionsscheine und danke für die Information. Commerzbank-Zertifikate wurde verkauft an die Société Générale. Das ging an mir vorüber. Die Société Générale sagt schon, jetzt sehe ich sie nicht. Ach, sorry, ganz oben, klar, da habe ich nicht geguckt. Ja, dann hat es sich gelohnt. Okay, Optionsscheine. Black-Scholes-Modell. Das müsst ihr nicht wissen. Vielleicht wird euch der Gregor im dritten VTID-Wissen damit nochmal ein bisschen quälen. Für dieses Black-Scholes-Modell gab es dann in der Tat 1997 den Nobelpreis. Und es ist eben ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen. Interessanterweise, die beiden Jungs, die da Nobelpreis gekriegt haben, der Marion Scholes und der Robert C. Merton, die waren im Direktorium von dem LTCM. Wer schon ein paar Tage länger an der Börse ist, weiß das. Die haben diesen Fonds 1998 gegen die Wand gefahren. Das war ungefähr so wie ein paar Jahre später Lehman Brothers. 4 Milliarden US-Dollar Eigenkapital standen einem Portfolio von 125 Milliarden Leerverkäufen gegenüber. Die haben den gegen die Wand gefahren und die wurden vom Greenspan damals gerettet. Und meines Wissens, jetzt weiß ich nicht, ob es so glaubt, der Scholes war, hat noch einen Fonds gegen die Wand gefahren. Also ein Nobelpreis, da ist man nicht davor gefeit, dass man auch jede Menge Geld, fremdes Geld in den Sand setzt. Optionen, die gibt es schon seit 1728. Da gab es die ersten auf Tulpenzwiebeln in Amsterdam. Der erste Future gab es dann Anfang des 17. Jahrhunderts und zwar in Japan auf Reis. Und die Warenterminbörse, also wo Waren auf Termin gehandelt wurden, insbesondere Weizen, USA, die entstand Mitte des 19. Jahrhunderts, die CBOT in Chicago. Und die Eurex, unsere deutsche
Terminbörse, einer der größten Terminbörsen der Welt, die wurde 1990 gegründet. Also seit 1990, 30, 31 Jahren, können die Deutschen hier auch mit Derivaten zocken, traden, Absicherungsgeschäfte machen. Kommen wir auch zum ersten zu einer Option. Eine Option ist ja ein Recht und es ist ein Termingeschäft, sprich es ist die zeitliche Trennung von Vertragsabschluss und Erfüllung. Eine Option wird an einer Terminbörse gehandelt. Das ist in Deutschland die Eurex. Es ist eine vertragliche Verpflichtung, eine bestimmte Menge des Basiswertes innerhalb der Optionsfrist zu einem vorher festgelegten Preis zu erwerben bzw. zu liefern. Also ich kann sagen, ich möchte eine Daimler-Aktie für 50 Euro haben, dann kann ich dieses Optionsrecht kann ich kaufen und wer mir die Option verkauft hat, der muss dann, wenn das erfüllt ist zum vertraglichen Ende, muss der mir diese Aktie dann für 50 Euro liefern. Es ist ein bedingtes Termingeschäft. Der Stillhalter, der erhält die Prämie und ist in der Pflicht, wenn der Käufer von seinem Optionsrecht Gebrauch macht. Wenn jetzt der Käufer von seinem Optionsrecht keinen Gebrauch macht, dann kann der Stillhalter die Prämie einkassieren und freut sich. Optionen sind hochspekulativ. Das Verlustrisiko als Stillhalter kann unbegrenzt sein. Und wer die Dinger tradet, der braucht die höchste Risikoklasse. Ich glaube, das ist derzeit also das wird ab und zu ein bisschen geändert, aber man benötigt dafür die höchste Risikoklasse, um Optionen zu handeln. Ein Optionsschein, der heißt auf Neudeutsch auch Warrant. Und die meisten von diesen Optionsscheinen sind Plain Vanilla Warrants, also ganz simple Puts und Calls ohne irgendwas Kompliziertes dazu. Wirtschaftlich ist jetzt ein Optionsschein identisch mit einer Option. Es wird also eine Option genommen. Ich sage eine Option, eine Daimler-Option von der Eurex wird genommen. Die wird verbrieft. Es wird ein Wertpapier draus gemacht, in der Regel auch noch gestückelt. Und dann habe ich einen Optionsschein. Und dieser Optionsschein, der kann an einer Wertpapierbörse dann gehandelt werden. Also Börse Stuttgart und die EUVAX ist ein Teil von der Börse in Stuttgart. Was ich in Seminaren eben schon erlebt habe, ist, wenn es heißt Optionen, ja, die handle ich ja. Wo handelst du denn die Optionen? Ja, die handle ich an der EUVAX. Da sage ich, nee, EUVAX ist Optionsschein, weil EUVAX ist Wertpapierbörse. Also da weiß man dann schon, ob der diejenige ein bisschen Ahnung hat, was er handelt oder auch nicht. Optionsschein verbriefen das Recht auf Bezug oder Verkauf des Basiswertes, wobei in der Regel bei fast allem Cash Settlement vorherrscht. Das heißt, es gibt einen Barausgleich. Mit einem Optionsschein kann ich eher selten sagen, ich hätte jetzt gern die Daimler oder die VW-Aktie. Der Käufer, das sind wir, der Trader, wir haben keine Pflicht. Der Verkäufer hingegen von diesem Optionsschein, das ist der Emittent und der Stillhalter, der ist in der Pflicht, dass er eben Cash begleichen muss, wenn der Optionsschein ins Geld läuft. Auch für Optionsscheine braucht man die höchste Risikoklasse. Der Preis wird oft auch Prämie genannt, der wird berechnet. Der ist also nicht abhängig von Angebot und Nachfrage, sondern er wird berechnet unter anderem nach diesem Black-Scholes-Modell. Da gibt es noch ein paar andere Modelle, Cox-Rubinstein, glaube ich, aber er wird berechnet. Optionsscheine gibt es auf Aktienindizes, Rohstoffe, Zinsen, Futures, Baskets oder Währungen oder was auch immer. Alles Mögliche gibt es da. Optionsscheine werfen keine Kapitalerträge ab. Wenn ich auf steigende Kurse wetten möchte, kaufe ich einen Call. Wenn ich auf fallende Kurse wetten möchte, kaufe ich einen Put. Und Optionsscheine sind zeitlich befristet. Sie haben einen Verfallstag oder eine Endfälligkeit. Auch wenn das Ding 2 Jahre läuft, es läuft dem Ende entgegen. Wichtig für uns ist, also für uns als Trader, der Verlust ist begrenzt auf den Kapitaleinsatz. Ich habe keine Nachschusspflicht. Mehr als das Geld, mit dem ich den Optionsschein gekauft habe, kann ich nicht verlieren. Also das wichtig ist eben die Risikoseite, dass man hier genau weiß, mehr Verlust geht nicht als das eingesetzte Kapital. Wichtig für den Trader oder für uns zu wissen ist auch, dass der Börsenhandel
1 bis 5 Tage vor der Endfälligkeit eingestellt wird. Wir sehen das nachher noch im Beispiel, wo ihr das nachgucken könnt. Das heißt, wenn ihr den natürlich aussitzt bis zum Ende, was auch immer dann passiert, ihr könnt den ganz am Ende nicht mehr an der Börse handeln. So, das kennt ihr ja sicher. Also der Käufer erwirbt ein Recht und mein Risiko ist der Totalverlust, mehr nicht, keine Nachschusspflicht. Den Basiswert. Basiswert heißt auf Neudeutsch auch Underlying zu einem vorher bestimmten Preis. Das ist der Basispreis oder auch Strike zu einem festen Zeitpunkt, europäische Option oder variablen Zeitpunkt, amerikanische Option zu kaufen beim Call oder zu verkaufen beim Put. Der Verkäufer geht die Verpflichtung ein und sein Risiko ist unbegrenzt. Optionsscheinstrategien gibt es eigentlich nur zwei, nämlich ich kann einen Call kaufen und da wette ich darauf, dass die Kurse steigen und oder die Volatilität steigt. Oder ich kann einen Put kaufen, da wette ich darauf, dass die Kurse fallen oder dass die Vola steigt. Bei Optionsscheine sind Short Calls und Short Puts verboten. Ich kann keinen Call, also keinen Optionsschein-Call oder Put verkaufen. Das geht nicht. Ich kann sie nur kaufen, ich kann sie nur longen. Ganz anders eben mit Optionen. Ich kann auch Short Calls und Short Puts machen. Ich kann die auch verkaufen, aber da wird mit Sicherheit der Gregor noch drauf eingehen. Fachbegriffe beim Call ist der liegt der Basispreis von dem Optionsschein vom Call über dem aktuellen Kurs, ist er out of the money. Also kaufe ich, ich weiß jetzt nicht, wo die Daimler steht, kaufe ich einen Call-Optionsschein auf die Daimler mit 100 Euro, dann ist die mit Sicherheit aus dem Geld. Ist der Basispreis gleich dem aktuellen Kurs bei der Daimler, sagt man 70 Euro, dann ist sie am Geld. Ist der Basispreis unter dem aktuellen Kurs, also bei 50 Euro, dann ist das Ding in the money, im Geld. Der Schein hat inneren Wert. Beim Put gilt es einfach andersrum. Ist der Basispreis kleiner als der aktuelle Kurs, ist der Put aus dem Geld, out of the money. Sind Basispreis und aktueller Kurs gleich, at the money. Ist der Basispreis größer als der aktuelle Kurs, dann ist der Put im Geld. Diese drei Begriffe sind wichtig, wenn wir Optionsscheine aussuchen, weil es macht Sinn, wenn man sie also nicht direkt am Geld auswählt, sondern wenn sie nur wenig aus dem Geld sind, weil nur dann sind es reagible Scheine. Wenn ich einen Optionsschein auswähle, der weit aus dem Geld ist, dann zahle ich viel Zeitwert, aber in der Regel entwickelt sich das Produkt dann nicht mehr positiv. Kennzahlen. Kennzahlen gibt es viele und ich habe hier nur zwei farblich hinterlegt. Also einmal im engeren Sinn, ich habe statische Kennzahlen, innerer Wert, Zeitwert, Aufgeld, Break-Even. Ich habe dynamische Kennzahlen. Da ist die wichtigste, das Delta. Es gibt noch Omega, Theta, Vega, Rho und Gamma. Es gibt ja offiziell die 5 Griechen. Einer davon ist kein Grieche. Das Vega ist kein Grieche, was nicht dazugehört. Aber von diesen Griechen ist das Delta das wichtigste. Kennzahlen im weiteren Sinne. Monster mega wichtig, die Volatilität. Liquidität ist untergeordnet und der theoretische Preis ist sowieso nichts wert. Statische Kennzahlen, die sind nur wichtig, wenn wir ausüben möchten. Wenn wir einen Optionsschein kaufen, dann traden wir ja mit dem. Das heißt, ich kaufe heute meinen Optionsschein. Ich habe als Beispiel die Symrise dabei. Ich kaufe mir heute einen Optionsschein, weil die charttechnische Lage bei der Symrise ganz toll ist. Und ich sage, in den nächsten 3 Monaten steigt die um 20%. Und dann kaufe ich mir den entsprechenden Optionsschein und will eben in 3 Monaten den Optionsschein verkaufen wieder. Ich will nicht ausüben. Das heißt, diese Kennzahlen, innerer Wert, Zeitwert, Aufgeld, Break-Even, die benötige ich nicht, weil ich damit trade. Ich will vorzeitig verkaufen, ich will nicht ausüben. Ist sowieso hochkompliziert und die meisten Emittenten lassen das nicht zu. Innerer Wert ist eben der rechnische Wert eines Optionsscheins, wenn er im Geld ist. Hatten wir vorher schon, wenn die Option im Geld ist, in the money,
dann hat er einen inneren Wert, aber das ist der Betrag, der bei der sofortige, für die sofortige Ausübung wichtig ist. Zeit ist Geld, der berühmte Zeitwert. Wenn wir heute einen Optionsschein kaufen, der jetzt noch ein Jahr Laufzeit hat, also in der Regel wäre das jetzt bis September, die sind auch so, die Laufzeiten sind in etwa auch gekoppelt an die großen Verfallstage. Wenn wir da also einen kaufen, der nächstes Jahr im September fällig wird, dann nimmt der Zeitwert jetzt im ersten Jahr immer langsam ab und gegen Ende gibt es so eine parabolische Kurve, die da nach unten geht. Das heißt, wenn wir einen Optionsschein kaufen, der noch wenige Wochen lebt, also wo die Endfälligkeit in wenigen Wochen ist, also jetzt wäre es dann September, dann nimmt der Zeitwert dramatisch ab. Das heißt, da muss dann auch schon der Kurs sich in meine Richtung entwickeln, dass sich auch der Schein wirklich positiv entwickelt, weil dieser Zeitwert bis zum Laufzeitende komplett abgebaut wird. Aufgeld gibt an, um wie viel der Kauf der Aktie via Optionsschein teurer ist als im Direkterwerb. Interessiert uns ja nicht so, das Aufgeld ist wirklich nur wichtig, auch wenn wir ausüben möchten. Break-even ist nur wichtig, wenn wir ausüben möchten. Wir möchten aber traden. Dynamische Kennzahlen, Delta, Omega, Theta, Vega, Gamma und Rho, ermöglichen eine Prognose der zukünftigen Preisentwicklung, messen die Veränderung des Preises in Abhängigkeit bestimmter Einflussgrößen. Die Berechnung ist hier fast nicht mehr nachvollziehbar. Wichtig beim vorzeitigen Verkauf sind das Delta und eingeschränkt das Omega. Also das Delta ist für uns die wichtigste Kennzahl. Auch die Zinsen ändern sich, also diese Kennzahl hier, haben wir das Roh, habe ich von hinten angefangen. Roh zeigt die Veränderung des Optionsscheinpreises in Abhängigkeit von Kapitalmarktzinsänderungen. Gibt seit Jahren nicht mehr, da können wir ja drauf warten, bis es die nächsten wieder gibt. Dann Zahn der Zeit, das Theta zeigt den Zeitwertverlust an. Zeitwertverlust des Scheines pro Tag oder pro Woche. Das heißt, je nachdem, auf welcher Seite ihr da unterwegs seid, müsst ihr da erstmal gucken, wie wird diese Zahl, also welche Periode steht da dabei. Wenn ihr also habt als Beispiel 0,0, also minus 0,012 pro Woche, dann verliert dieser Schein aktuell pro Woche 1,2 Cent an Zeitwert. Da auch das Theta eine dynamische Kennzahl ist und ihr ja seht, dass der Zeitwert gegen Ende hin stark zunimmt, ist natürlich diese Zahl auch dynamisch und irgendwann, wenn das Richtung Fälligkeit geht, dann steht hier vielleicht auch mal eine 0,1, also 10 Cent pro Woche. Dann kommen wir zum Delta. Delta kann man auch sagen, dass das Delta ein Sensitivmaß ist. Es gibt an, um wie viel Euro sich der Preis des Optionsscheines verändert, wenn sich der Basiswert um einen Euro ändert, bereinigt um das Bezugsverhältnis. Bei Calls notiert das Delta zwischen 0 und 1 und bei Puts zwischen 0 und minus 1. Also ich habe hier als Beispiel einen Schein auf Symrise mitgebracht und da haben wir ein Delta von 0,461, das war gestern, mit einem Bezugsverhältnis von 0,1. Das heißt, mit 10 Optionsscheinen könnte, also 10 Optionsscheine bilden eine Aktie ab. Das heißt, wenn die Symrise um 1 Euro steigt, dann steigt ein Schein um 4,6 Cent. Bezugsverhältnis 6, das Bezugsverhältnis muss noch berechnet werden, muss noch reingerechnet werden. Ich habe ein Bezugsverhältnis von 0,1, also muss ich hier noch das Komma noch um eine Stelle nach links verschieben, um 4,6 Euro. Genau, okay. Also ganz wichtig, ihr seht ja auch die Fragen, Bezugsverhältnis 0,1 heißt, 10 Optionsscheine bilden eine Aktie ab. Das heißt, wenn eine Aktie um einen Euro steigt, dann verändern sich 10 Optionsscheine um 46 Cent und ein Optionsschein um 4 Cent. So, noch eine Frage, warum wollen wir traden und nicht ausüben? Ausüben, also da müssen wir mal in die Details gehen von den
von den, was das immer sind, 200 Seiten von den AGBs, von so einem Optionsschein, mir fällt jetzt der Fachbegriff nicht mehr ein. In der Regel kannst du keinen Optionsschein ausüben. Also das haben die Emittenten ausgeschlossen, weil das ist wahnsinnig aufwendig. Also für den Emittent ist es sehr aufwendig. Optionsscheine werden in der Regel getradet, gekauft, ein paar Wochen, ein paar Tage später verkauft und selten bis zum Laufzeitende gehalten. Bis zum Laufzeitende werden nur die gehalten, die total im Verlust sind und die dann nur noch Euro wert sind, Cent wert sind. Genau. Delta. Also wie gesagt, Delta, wichtigste Kennzahl zur Beurteilung. Delta beim Call von 0 bis 1, beim Put von 0 bis minus 1. Das heißt, wenn ihr Optionsscheine kauft, solltet ihr darauf achten, dass die ungefähr am Geld liegen. Also von 0,4, 0,5 ist okay. Ein Schein drunter reagiert praktisch kaum. Klar, ein Schein drüber reagiert erheblich, aber die sind natürlich dann auch wesentlich teurer. So, vom Nikolas, ich finde, OS ist noch sehr komplex. Vor allem verstehe ich nicht, warum sie lukrativ sind. Ich zeige dir nachher ein Beispiel, ich habe das dabei, warum die lukrativ sind und was macht sie finanziell interessant. Was sie auf jeden Fall interessant macht, ist, dass du sie an einer Wertpapierbörse handeln kannst. Du brauchst da kein ganz spezielles Konto dafür und dass du keine Nachschusspflicht hast. Das heißt, du kannst nie mehr verlieren als dein Einsatz. Und wenn man risikoorientiert ist, dann ist ein Optionsschein trotz aller Haken, die er hat, möglicherweise besser als eine Option. Also Delta, wenn ihr Scheine kauft, achtet darauf, dass ihr Scheine nicht unter 0,4 kauft. Ja, das Delta ändert sich über die Zeit. Je mehr der Schein ins Geld läuft, es ist eine dynamische Kennzahl, desto mehr geht das Delta gegen 1. Bei einem Schein im Geld, wenn der richtig fett im Geld ist, ich sage, du hast einen Call für 50 Euro auf die Daimler gekauft, dann ist er im Geld mit 1. Das heißt, der reagiert richtig. Wenn die Daimler-Aktie sich um 1 Euro bewegt, dann bewegt sich deine 10 Optionsscheine auch um 1 Euro. Das heißt, dann haben wir ein sogenanntes Delta-1-Produkt. Genau, Optionsscheine werden auch gerne für Absicherungen verwendet als Hedge. Kann man auch nehmen. So, die Steigung vom Delta ist dann das Gamma. Das heißt, mit dem Gamma sehe ich dann, das war eigentlich die Frage von dem, wie ändert sich das Delta über die Zeit? Wie sich das Delta verändert, das wird über das Gamma ausgedrückt. Und am höchsten ist der Wert am Geld. Brauchen wir hier und heute nicht. Ihr kriegt die Folien und könnt euch das natürlich immer nachgucken. Omega, das ist jetzt der Hebel. Leverage oder theoretischer Hebel. Zeigt an, um wie viel Prozent der der Call steigt, wenn der Kurs des Basiswertes um 1% steigt. Also gerade hat man so in absoluten Beträgen in Euro und jetzt haben wir den Hebel in Prozenten. Omega-Beurteilung. Also Omega ist jetzt nicht ganz so wichtig. Für mich ist das Delta wichtiger. Bin mal gespannt, was der Gregor dann da dazu sagt. 4 bis 5, ein Omega ist ein durchschnittlicher Schein. Über 8 ist er hoch und da bewegt sich der Schein, ist eventuell auch schon ein gewagter Schein. Jetzt kommen wir noch zu einer ganz, ganz, ganz wichtigen Kennzahl. Das ist diese rote, das ist die Volatilität. Und zwar die implizite Volatilität, nicht impliziert, sondern implizit auf Neudeutsch geschätzt. Das ist die geschätzte Volatilität, und zwar geschätzt vom Emittent, der diesen Schein begibt. Liquidität kann zum Problem werden, ist aber in der Regel nebensächlich. Und der theoretische Preis, wenn also wirklich einer sagt, ich nehme mein Black-Scholes oder mein Cox-Rubinstein-Modell, das ist die Illusion eines Anlegers. Also der theoretische Preis ist gut, aber damit könnt ihr keinen Blumentopf gewinnen. Ihr müsst wirklich auf die Volatilität achten. Die ist mega wichtig, weil die Volatilität hat einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss auf die Berechnung des Preises. Es ist ein statistisches Maß, annualisierte Standardabweichung, sagt etwas über die Schwankungsbreite des Basiswertes aus. Das heißt, klar, je größer die Schwankungsbreite ist von dem Basiswert,
also zum Beispiel von der Daimler-Achse, desto wahrscheinlicher ist natürlich auch, dass der Optionsschein ins Geld läuft. Wenn jetzt hier ganz geringe Volatilität ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit auch gering, dass mein Optionsschein ins Geld läuft. Das heißt, die implizite Volatilität, die bezahle ich auch. Die historische Vola, die ist uninteressant. Es zählt wirklich die aktuelle, implizite, die geschätzte Volatilität. Und jetzt habe ich hier eine Achtung. Und zwar habe ich mir extra gedacht, ich gucke mal was an der Börse Stuttgart, was die da so haben an Videos. Und da war ein ganz tolles Video drin mit einem netten jungen Mann und einem großen Emittenten. Und der hat gesagt, implizite Vola, wir übernehmen immer die Volatilität von der an der Eurex gehandelten Option. Das heißt, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, wir nehmen eine Option, die Option wird verbrieft und dann haben wir das Wertpapier, den Optionsschein. Das heißt, der Emittent nimmt von dieser Option, von dieser Mutteroption, nehmen sie die Volatilität, die implizite Vola, und das ist die Vola dann auch vom Optionsschein, sagt der Emittent. Ich zeige, es gibt aber Negativbeispiele dazu. Also ich kenne da auch persönlich Negativbeispiele dazu. So, mit dem Ändern der impliziten Volatilität kann der Emittent entscheidenden Einfluss auf den Preis des Optionsscheines nehmen. Also wirklich ein Schwank aus meinem Leben. Der Wieland hat es angedeutet, ich habe mal an der Börse in Stuttgart gearbeitet und da hat auch einer einen Optionsschein gekauft. Mir fällt sicher bald der Name ein. Auf jeden Fall, er war der Einzige, man sieht es ja in der Historie, der 50.000 von diesen Optionsscheinen gekauft hat, also eine ordentliche Summe. Der Basiswert ist dramatisch gestiegen über Nacht, aber sein Optionsschein war auf einmal deutlich weniger wert. Wieso? Weil der Emittent ganz einfach an der Vola gedreht hat. Offensichtlich war die Position nicht gehedged, hat an der Vola gedreht, der Emittent, und damit war der Optionsschein praktisch wertlos. Und ihr habt keinen Einfluss darauf, auf dieses Drehen an der impliziten Volatilität. Weder eine Handelsüberwachung noch eine BaFin kann etwas dagegen machen. Es ist die Entscheidung des Emittenten, wie er die implizite Vola bewertet. So, Vega, die letzte Kennzahl, wie die Vola zuschlägt. Also wenn die Volatilität sich ändert, dann kann ich mir, dann kann ich über das Vega mir ausrechnen, wie sich dann der Schein verändert. Nochmal kurz Wissenswertes, bevor wir uns Sachen angucken. Der Preis vom Optionsschein wird vom Emittenten berechnet. Es entscheidet nicht Angebot und Nachfrage. Die vielen Variablen machen das Pricing intransparent. Anpassung beim Basispreis oder Bezugsverhältnis bei Kapitalveränderungen. Da müsst ihr beim Emittent nachfragen. Ich sage jetzt einfach mal, angenommen Amazon tut jetzt tatsächlich seine Cloud-Sparte abspalten, dann ist es natürlich eine erhebliche Kapitalveränderung bei der Amazon-Aktie. In der Regel wird dann euer Optionsschein, wenn ihr den habt, auf die Amazon-Aktie, wird dann als Basiswert einen Basket haben, also den Korb aus Amazon-Aktie, also das, wo man täglich bestellt, und vom Cloud-Service. Es wird dann ein Basket sein. Aber wenn sowas ist, wenn was angepasst wird, dann müsst ihr immer beim Emittent nachfragen, was da passiert ist. Wenn ihr exotische Optionsscheine kauft, dann müsst ihr die Funktionsweise wirklich immer genau nachlesen. Wenn ihr sowas mal nicht begreift, dann ruft einfach beim Emittenten an und lasst euch das erklären. Und je nachdem, wie freundlich die sind, könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr nach wie vor von diesem Emittenten Optionsscheine kaufen möchten. Wertlose Scheine nimmt der Emittent für 0,001 Euro, also für einen Zehntel Cent, zurück. Mein Tipp ist, wenn er einen Optionsschein jetzt kauft, druckt die Kennzahlen auf. Also ob er die jetzt ausdruckt auf ein Blatt Papier oder ob er die in OneNote speichert, ist eure Sache, aber druckt diese Kennzahlen aus. Und hier haben wir noch eine Frage, wird die implizite Vola immer am Anfang festgesetzt? Klar, die implizite Vola wird festgesetzt, aber die kann auch minütlich geändert werden. Warum Kennzahlen ausdrücken? Genau deswegen. Also ich zeige euch jetzt ein Beispiel, wie an der Vola gespielt wird. Also ich sage bewusst gespielt wird.
Erst aber nochmal der Disclaimer, weil ich zeige jetzt wirklich echte Wertpapiere, die es gibt. Also es ist keine Empfehlung. Ich zeige euch hier nur Beispiele zu Ausbildungszwecken. So, und zwar habe ich schon vorab natürlich, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. DAX Call, den habe ich mir am 15.05. habe ich mir einen ausgesucht. Damals ein Call mit einem Basispreis von 15.700 Punkten. Und dann haben wir hier, guckt es euch an, also am 15.05. stand der DAX bei 15.416 Punkte. Brief, also ihr hättet den zu dem Zeitpunkt gekauft für 6,93 Euro. Und der Emittent hat zu dem Zeitpunkt eine Vola von 17,32% berechnet oder festgelegt. Und jetzt gibt es ja bei OnVista gibt's so einen schönen Optionsscheinrechner. Und jetzt habe ich da mal Szenarien eingebaut. Angenommen, der Emittent, es ist Morgan Stanley, angenommen, der Emittent senkt die Vola von den 17,3 auf 15%. Alles andere bleibt gleich. Der DAX-Stand verändert sich nicht und es ist auch am gleichen Tag. Ihr seht, der Optionsschein von 6,93 auf 5,83. Das heißt, der verliert 16%. Geht die Vola von 17 auf 13% zurück, dann verliert der Optionsschein 30%. Geht sie zurück auf 10%, dann verliert der Optionsschein 50%. So. Jetzt habe ich mir den Optionsschein, genau diesen Optionsschein habe ich mir dann ein paar Wochen später wieder angeguckt, am 6.6. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Also vom 15.5. auf den 6.6. Der DAX ist gestiegen um 1,8%. Schön. Der Briefkurs von damals, also vom 15.5. von 6,93 ist nett gestiegen auf 7,72 um 11%. Also das nochmal zur Frage, was ist da lukrativ dran? Der DAX steigt um 1,8% und 4 Wochen später ist mein Optionsschein 11% Mehrwert. Und ihr seht auch hier, der Emittent hat die Vola nur geringfügig um 2% gesenkt. Also es ist lukrativ, weil ich habe hier, wenn ich hier 100 Scheine kaufe, 100 Scheine, 700 Euro, dann habe ich da 11% gemacht in 5 Wochen, in 3 Wochen. Und der DAX ist nur um 1,8% gestiegen, meinem Schein um 11%. 6.7. Jetzt habe ich gestern genau diesen Schein auch nochmal angeguckt und wir gehen auch wieder aus vom 15.5. 15.5., 6.7. gestern. Der DAX ist also vom 15.5. auf gestern nur um 1,3% gestiegen. Die Zeit ist ja auch ein bisschen vorangeschritten. Die Vola hat der Emittent jetzt um 9% gesenkt. Der Preis ist von 6,93 gefallen auf 6,17. Der Preis ist um 11% gefallen. Das heißt, diese 9% weniger Vola konnten trotz einem geringfügig steigenden DAX nicht aufgefangen werden und ihr seid jetzt im Minus mit eurem Optionsschein. Also einfach mal so, wenn ich mir das damals am 15.05. nicht verhaftet hätte, hätte ich nicht gewusst, wie der Emittent, wieder die Vola zurückgegangen ist. Klar, seither läuft der DAX auch ein paar Tage seitwärts. Wenn er seitwärts läuft, geht natürlich die Vola runter. Aber ihr seht jetzt hier ganz genau, trotz einem leicht gestiegenen DAX habt ihr 11% in eurem Schein verloren. Andersrum gesagt, hättet ihr jetzt ein Delta-1-Produkt wie ein Hebelzertifikat oder einen CFD, dann hättet ihr auch die 1,3% plus gemacht in diesem Zeitraum. Also ich lasse mal alle anderen Kosten natürlich außen vor. Okay, es kommen da einige Fragen rein. Ja, das ist total absurd, aber das ist die Regel. Wenn die das so manipulieren, warum dann noch kaufen? Ja, das ist auch meine Frage. Warum soll man die dann noch kaufen? Sinkt aber nicht auch der Zeitwert? Jawohl, der Zeitwert sinkt auch.
Aber ihr müsst euch das wirklich mal vor Augen führen, glasklar vor Augen führen, was passiert, wenn. Und das ist jetzt ein echtes Beispiel. Ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht, Symrise. Auch wieder 15.05. Da habe ich jetzt also über das Tool bei OnVista, habe ich mir jetzt einen Optionsschein ausgesucht. Und zwar zum damaligen Zeitpunkt stand die Aktie bei 103,85. Und ich habe gesagt, ich suche also nicht am Geld, sondern ein bisschen aus dem Geld. Ich suche einen Basispreis 120 Euro und Restlaufzeit bis Ende September. Und ihr seht, es gibt hier 9 Produkte und ich habe 2 eingekringelt. Das sind identische Produkte, Société Générale und Morgan Stanley. Beide Basispreis 120, beide Laufzeit 17.09. Société Générale hat zu dem Zeitpunkt eine implizite Vola von 26,77 eingepreist, Morgan Stanley 30,17. Und ihr seht es am Preis, ich kaufe den Société Schein für 17 Cent und den Morgan Stanley für 23. Okay. Gucken wir uns das einfach mal an. Hier der Schein von Morgan Stanley. Angenommen, Morgan Stanley senkt jetzt die Vola auf die Vola vom Societe-Schein auf die 26,77. Dann zerreißt es jetzt den Schein und der geht 30% in den Keller. Klar. Société Générale, ihr seht es ja hier, will ja auch nur 17 Cent für den Schein. Und da sind wir dann auch bei den 16, 17. Ja? Das heißt, wenn der Emittent einfach sagt, oh Mensch, jetzt gucke ich mir meine Mitbewerber an. Wenn die nur 26 machen, mache ich jetzt auch nur 26. Dann habt ihr jetzt schon mal die A-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Karte gezogen und von jetzt auf nachher seid ihr 30% hinten. Ja, die am Anfang gezeigten Umsätze müssen ja irgendwo verdient werden. Okay, so. Genau. Das ist also minus 12% in der Vola macht minus 30% im Schein. Jawohl, also lieber geringe Vola kaufen. Wenn ihr einen Optionsschein sucht, dann sucht jetzt, also ich kenne jetzt OnVista, es gibt sicher auch andere Portale, ich will keine Werbung für die machen. Wenn ihr absolut vergleichbare Scheine haben, so wie hier, gleicher Basispreis, gleiche Fälligkeit, dann nehmt den Schein mit der geringsten Vola, völlig klar. So, bekomme keine Nachricht, wann der Emittent, du bekommst keine Nachricht, weil der Emittent kennt dich ja gar nicht, der weiß ja gar nicht, dass du einen Schein hast, du hast ja über die Börse gekauft. Da musst du dir die Informationen selber holen. Ja? Meiner Meinung nach liegt das grundsätzliche Problem bei Optionsscheinen darin, dass man sie nur kaufen und nicht verkaufen kann. Nee, das ist ja völlig klar, weil ich kaufe jetzt diesen Optionsschein für 17 Cent, gehe davon aus, dass der sowieso wertlos verfällt. Ich verkaufe den jetzt für 17 Cent, gehe davon aus, dass der wertlos verfällt und zum Schluss kaufe ich mir für 1/10 zurück. Das geht so nicht. Also ich kann euch ehrlich sagen, da bin ich dran schuld, weil genau der Fall, es gab noch dieses Jahrtausend war, es gab noch diese Probleme an der Börse Stuttgart. Da hat auch ein Emittent vom anderen Emittent ein paar hunderttausend Scheine gekauft und hat sie dann, als sie nichts mehr wert waren, wollte sie zurückhaben, wollte sie also wieder kaufen. Und da gab es Mordstress und seither können also Optionsscheine nicht mehr geschortet werden. Okay. Gibt es Statistiken, Erfahrungen, wer wie viel verändert? Nein, gibt es nicht. Und die spielen, glaube ich, nicht mit ihrem Ruf, weil die wenigsten Optionsscheinkäufer sich so detailliert einen Optionsschein angucken, welchen sie kaufen. So, gehen wir weiter im Text. Jetzt habe ich bei diesem Symrise Call auch wieder dann verglichen. Diese 4 Wochen später am 6.6., so wie beim DAX. 15.05. auf 6 war die Symrise-Aktie, stand sie bei 103,85. Vola 30,67. Preis 23 Cent, wenn ich ihn gekauft habe. Am 6.6.
Die Aktie ist um 6,6% gestiegen auf 110. Aber mein Optionsschein ist um 1 Cent, Briefseite ist er gefallen. Und was ist mit der Vola passiert? Die ist um 20% gefallen. Das heißt auch, weil, obwohl trotzdem die Aktie um 6,6% gestiegen ist, ist mein Optionsschein gefallen. Klar, wir haben auch einen gewissen Zeitwertverlust, aber hier haben wir 20% Vola. Das heißt, kauft einen Schein mit geringer Vola. Okay, Nikolas. 700 investierte Euro und 10% Gewinn, aber für 700 Euro bekommst du zum Beispiel gerade mal 7 Symrise-Aktien. Und mit langer Laufzeit, also die Laufzeit von dem Schein war bewusst auf Ende September gewählt. So, jetzt gucken wir aber hier bei dem Symrise weiter, nochmal auf gestern, was ist da passiert? Also von 15.05. 103,85, Vola 30,67. Gucken wir jetzt gestern 6.07. Die Aktie ist um 14% gestiegen auf 118 Euro und der Optionsschein auf um 82%. Das heißt, was ich damals für 23 Cent gekauft habe, kann ich für, gut, Verkauf ist 1 Cent billiger, kann ich jetzt für 41 Cent verkaufen. Und ihr seht an der Vola, da haben wir jetzt nur in Gänsefüßen bitte 23% Verlust. Das heißt, trotz Zeitwertverlust, trotz Vola-Verlust ist jetzt die Aktie genug gestiegen, dass sich auch mein Optionsschein deutlich verbessert hat. So, und wenn wir uns jetzt sowas mal angucken, dann muss ich jetzt hier den Monitor neu teilen. Dann muss ich jetzt den neuen Monitor suchen. Da ist er. So, ihr müsstet jetzt Internet sehen, Optionsscheine. Also ein bisschen nur auf drastische Kurssteigerungen wetten. Klar, du musst auf Kurssteigerungen wetten, weil sonst holt dich der Zeitwertverlust ein. Und wenn die Vola senken, holt dich das natürlich auch ein. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel vorhin einfach mal auch einen DAX-Optionsschein jetzt ausgeguckt. Basispreis 15.800. Also wir sind leicht aus dem Geld. 15.652 haben wir hier. Und auch hier seht ihr jetzt zum Beispiel wieder die unterschiedlichen Volatilitäten, die da eingepreist werden von 14. Also beim DAX ist natürlich relativ dicht, weil da die Emittenten unter Beobachtungsdruck stehen, geht aber hier hoch auch auf 18. Und jetzt immer wieder die Sache, guckt genau, was ihr kauft. Ich nehme einfach mal ohne Wertung des Emittenten, der obere Schein kostet 3,45. Ich habe identische Scheine ausgesucht. Wieso kostet dieser Schein da unten nur 56 Cent? So, das ist kein Schnäppchen. Wenn man da nämlich mal draufklickt auf die UniCredit und wenn man das mal anguckt, dann ist es ein gecapter. Das heißt, ihr nehmt nur teil bis 15.900 Punkte. Darüber hinaus kriegt ihr nicht mehr Geld. Das heißt, solche vermeintlichen Schnäppchen, also ich habe auch erst gestutzt, habe gedacht, komisch. Das Gleiche gilt jetzt hier bei der City für 2,21 €. Auch der ist gecapped auf 16.300. Das heißt, ihr müsst hier wirklich, wenn ihr Optionsscheine aussucht, wirklich auch gucken, was ihr tatsächlich kauft und nicht einfach drauf loskaufen nach dem Motto, Mensch, wenn die SocGen von mir 3,48 will und da unten kriege ich einen für 2,28 oder sogar für 57 Cent, dann bitte genau nachlesen, weil es kann nicht sein, dass ein vergleichbarer Schein nur ein Fünftel, ein Sechstel kostet. Also immer gucken, was ihr kauft, ganz wichtig. Was wir noch machen können ist, jetzt habe ich leider die WKN gerade nicht, Moment, muss ich mal geschwind nochmal suchen, die WKN von dem Symrise Call.
Das war die MA2 in ZU, MA2 in ZU, MA2 in ZU. So, steht im Moment sogar bei 55 Cent, weil die Symrise auf 121 gestiegen ist. Und die Vola, also Delta haben wir jetzt von 0,567. Klar, wir sind jetzt deutlich im Geld. Und die implizite Vola. ist also wieder etwas gesenkt worden. Genau, Andreas, du hast recht. Manchmal sind die billigen Scheine auch dem Bezugsverhältnis geschuldet. 0,001 statt 0,01 sieht optisch schön billig aus. Ja, danke für den Hinweis, Andreas, weil ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch gesehen bei den DAX-Scheinen. Also wenn optisch sowas billig ist, guckt nach, was ihr kauft. Ob ihr wirklich dann, also DAX sind es in der Regel 0, also 100 Scheine für ein DAX und nicht 1000 für eine. Also guckt da wirklich nach, was ihr kauft. Kann man allgemein sagen, welche Kosten entstehen beim Kauf? Das hängt von deinem Broker ab, Wertpapierbörse. Da musst du gucken, ob du so einen Flatpreis hast, 4,95 all inclusive für den Kauf und 4,95 für den Verkauf. Das sind eigentlich deine Kosten, die du da dabei hast. Also hängt von deinem Broker ab, was du da bezahlst. Gibt natürlich auch Direkthandel. Du kannst bei deinem Broker möglicherweise auch mit dem Emittenten direkt handeln. Aber der Nachteil ist, du hast eigentlich keine neutrale Stelle, wo du anrufen kannst, wo was schiefgelaufen ist. Das kann nur die HYST, die Handelsüberwachung an einer Börse. Wenn du dich mit einem Broker rumärgern musst und direkt mit dem Emittenten, vergiss es. So, klar, Spread haben wir auch, die Kosten, indirekte Kosten. Wir haben den Spread, wir haben immer eine Differenz zwischen An- und Verkauf, da müsst ihr auch drauf achten. Wenn er natürlich, ich sag mal, einen Daimler-Call abends um 21 Uhr kauft, die Daimler-Aktie wird dann nicht mehr gehandelt, dann habt ihr auch einen höheren Spread. Kann man auch Rohstoffe kaufen? Jawohl, kannst du auch kaufen, aber bei Rohstoffen, das wird relativ teuer, weil das lassen sich die Emittenten sehr gut bezahlen. Also über den Spread und über Vola und was auch immer. Also Rohstoffe sind relativ teuer über Optionsscheine. Und insbesondere, wenn die sich wenig bewegen und wenn die Vola dann rausgenommen wird, dann verlierst du mit dem Produkt. Also ich will euch die Optionsscheine nicht madig machen, aber eben durch diese Schraube implizite Vola hat der Emittent einen wahnsinnigen Einfluss auf den Preis. Wie ihr dem aus dem Weg gehen könnt, wie ihr dem aus dem Weg gehen könnt. Das ist jetzt, wo ist jetzt meine Präsentation? Da ist die Präsentation. Wie ihr dem aus dem Weg gehen könnt. Das sind jetzt sogenannte Delta-1-Produkte. Das sind Hebelzertifikate. Ja, danke. Du musst sie uns nicht madig machen. Sie sind madig. Es ist ein Produkt, wo man sich einigermaßen auskennen sollte, wo man gut auswählen sollte, welches man tatsächlich kauft. Es ist bei einer Option aber nicht anders. Das wird uns der Gregor sicher auch erzählen. Man muss sich auskennen, man muss sorgfältig auswählen. Anders geht es nicht. Alternativen, klar, wenn ich alternativ nehme ich ein Produkt, wo ich unabhängig von der Volatilität bin. Und das sind diese Hebelzertifikate. Hebelzertifikate, die gibt es seit 2001, die hat ABN AMRO erfunden. Und jetzt wichtig, Hebelzertifikate sind keine Optionsscheine, sondern vom Grundsatz her sind das Anleihen. Natürlich ganz schlecht besichert, wenn der Emittent hops geht. Und wenn der Emittent hops geht, da gibt es ja immer dieses Emittentenausfallrisiko. Das war bis 2008 ein theoretisches Risiko. Aber 2008, als Lehman Brothers in die Insolvenz geschickt worden ist, da war dann auf einmal dieses theoretische Emittentenausfallrisiko ein reales Risiko, weil sämtliche Zertifikate von Lehman Brothers sind damit in die Insolvenz gegangen.
und waren wertlos. Meines Wissens ist in der Zwischenzeit aber soweit oder schon länger so geschafft worden, dass in Deutschland alle Zertifikateinhaber ihre Kohle wiederbekommen haben. So, also Emittentenausfallrisiko ist auf jeden Fall kein theoretisches Risiko, sondern dieses Risiko gibt es. Wenn ihr also Hebelzertifikate kauft oder Faktorzertifikate oder Bonuszertifikate, wenn ihr Zertifikate kauft, sobald ihr hört, dass euer Emittent in finanziellen Schwierigkeiten steckt, stoßt die Dinger ab, sofort und gleich. Denn ihr seid, also die Dinger gehen verlustig. Okay. Was ein Hebelzertifikat auszeichnet, ist, es ist ein sogenanntes Delta-1-Produkt. Es ist unabhängig von der Volatilität. Delta habe ich ja euch gerade erklärt. Delta gibt an, um wie viel Euro sich euer Optionsschein verändert, wenn sich der Basiswert um einen Euro ändert. Das heißt, Delta 1, wenn sich die Symrise-Aktie um einen Euro ändert, dann ändert sich euer Hebelzertifikat um einen Euro. Bereinigt um das Bezugsverhältnis, völlig klar. Aber es gibt hier keine Volatilität drin. Das heißt, dieses Problem, dieses große Problem seid ihr los. Ja, ihr habt natürlich immer noch ein Spread, aber ihr habt keine Vola mehr. Und ihr habt eine Knockout-Schwelle. Das heißt, ihr habt positiv gesehen einen automatischen Stop-Loss. In der Regel habt ihr einen kleinen Kapitaleinsatz. Könnt, klar, kleiner Kapitaleinsatz, hohe Rendite. Aber hohe Rendite heißt immer auch hohes Risiko. Aber bei Hebelzertifikate auch wieder das Positive. Das Maximale, was ihr verlieren könnt, ist das eingesetzte Kapital. Es gibt keine Nachschusspflicht. Ganz anders als bei Futures und bei Optionen. Ihr habt keine Nachschusspflicht. Also oft heißt es auch, so ein Hebelzertifikat ist ein Future für Privatanleger ohne Nachschusspflicht. Aber auch hier braucht ihr die höchste Risikoklasse. Ein Totalverlust ist möglich. Hebelzertifikate gibt es auch auf alles, was das Herz begehrt. Wenn ihr auf steigende Kurse wetten möchtet, heißen die Dinger dann Bull, Long oder Call und auf fallende Kurse Bear, Short oder Put. Gibt sicher noch andere Namen dafür. In der Regel knocken Hebelzertifikate bei einer Intraday-Verletzung der Knockout-Schwelle aus. Und jetzt müsst ihr euch das einfach mal so vorstellen. Angenommen, ihr habt ein Hebelzertifikat auf Euro, US-Dollar gekauft. Euro, US-Dollar oder alle Währungspaare werden gehandelt ungefähr von Sonntagabend 10 Uhr bis Freitagabend 11 Uhr. Ihr könnt aber in Deutschland nur handeln von 8 bis 22 Uhr. Wenn jetzt also Euro, US-Dollar nachts um 1 dieses K.O.-Kriterium erreicht, dann ist dieses Hebelzertifikat am anderen Morgen um 8 Uhr ausgenockt, tot. Da greift auch kein Stop mehr. Wenn ihr vorher einen Stop reingelegt habt, das Ding ist weg. Und ihr könnt es nur noch für 0,1 Cent verkaufen. Also da müsst ihr wirklich drauf achten, wann kann dieses Produkt ausnocken? Ist es in meinen Handelszeiten, wo ich handeln kann? Oder eben wie bei Euro-US-Dollar, außerhalb dieser Handelszeiten. Hebelzertifikate gibt es grundsätzlich in zwei Varianten. Ich habe sie mit Laufzeitbegrenzung. Die sind also endlich, haben also ein Laufzeitende. Gerade zum Beispiel der 17.09.2021. Dann ist der Basispreis auch identisch mit der Knockout-Schwelle. Und diese Hebelzertifikate verfallen wertlos, wenn sie ausgenockt werden. Also bis auf diesen 0,1 Cent. Es gibt dann die Hebelzertifikate ohne Laufzeitbegrenzung, die sind also endlos, wobei der Emittent sie jederzeit kündigen kann. Das steht also auch in den Details, steht es dazu drin. Bei diesen ohne Laufzeitbegrenzung ist der Basispreis nicht gleich der Knockout-Schwelle. Und wenn also der Emittent die Chance hatte, wenn das Knockout-Ereignis eintritt, seine Absicherungen zu verkaufen, positiv zu verkaufen, dann gibt es auch noch einen Restwert. Bei diesen ohne Laufzeitbegrenzung ist wichtig für euch, es werden regelmäßig der Basispreis und die Knockout-Schwelle angepasst.
manche täglich, manche monatlich. Das müsst ihr genau wieder nachlesen oder beim Emittenten nachfragen. Also auch da macht es wieder Sinn, sich mit den Details von diesem Produkt auseinanderzusetzen. Ihr dürft nicht vergessen, es geht um euer Geld. Und wenn ihr Informationen einholen könnt, einfach einholen könnt, dann holt die ein, dass ihr das Produkt besser versteht. Gibt aber auch genügend Mitschwelle, Basispreis und ohne Laufzeitbegrenzung. Also du meinst jetzt K.O. Also das ohne Laufzeitbegrenzung, genau, K.O.s, endlose K.O.s, wo Basispreis gleich Knockout ist. Ja, es wie gesagt, es gibt ja auch solche, die Smart Hebelzertifikate, Smart Turbos, die knocken auf Schlusskursbasis aus und nicht Intraday. So, Daumenregel, ganz wichtig für euch. Es ist ja ein Delta-1-Produkt. Ich habe ja bei den Optionsscheinen versucht, euch zu erklären, was ist Delta, was ist ein Delta-1-Produkt dann. Am meisten in Deutschland wird er gezockt dann auf den DAX. In der Regel habt ihr beim Hebelzertifikat auf den DAX ein Bezugsverhältnis von 100 zu 1. Das heißt, 100 Zertifikate bilden einen DAX ab. Und da ist ein DAX-Punkt dann 1 Cent im Hebelzertifikat. Aktien in der Regel haben ein Bezugsverhältnis von 10 zu 1, also wie bei der Symrise zum Beispiel. Das heißt, 1 Euro im Underlying machen dann 10 Cent in einem Hebelzertifikat aus. Also 1 Euro im Underlying, Bezugsverhältnis 10 zu 1, machen dann 1 Euro bei 10 Hebelzertifikaten aus. Also immer das mit dem Bezugsverhältnis mit einrechnen. Aktien, die deren Wert nicht so hoch ist, da gehört ja in der Zwischenzeit auch zum Beispiel eine Deutsche Bank dazu oder schon seit vielen Jahrzehnten eine Telekom, die haben ein Bezugsverhältnis von 1 zu 1. Das heißt, 1 Euro im Underlying macht dann 1 Euro im Hebelzertifikat aus. Also da gibt es vielleicht mal marginale Abweichungen, aber es ist bei weitem nicht so wie bei einem Optionsschein. Wie müsst ihr euch das jetzt vorstellen bei so einem Hebelzertifikat? Angenommen beim DAX, wir haben einen aktuellen Kurs vom Basiswert. Ich habe da jetzt einfach 14.800 Punkte drin. Und der Basispreis ist gleich K.O. bei 14.600 Punkte. Dann ist das der innere Wert für dieses Hebelzertifikat. Und von den 14.600 Punkte runter auf 0, das ist ein Wertpapierkredit, den euch der Emittent gibt. Und dieses heißt nicht Wertpapierkredit, sondern das ist das Aufgeld, hört sich hübscher an. Es ist, hat nichts mit Aufgeld zu tun von den Optionsscheinen, sondern es ist ein Wertpapierkredit. Und ihr wisst ja sicher alle, dass eine Bank euch nichts schenkt, auch kein Geld. Das heißt, wenn eine Bank euch Kredit gibt, in dem Fall von 0 auf 14.600 Punkte, dann wollen die Kohle dafür. Und das ist das Aufgeld und die Summe eben von diesem inneren Wert und dem Aufgeld, das ist der Preis, den ihr bezahlt für ein Hebelzertifikat. Nochmal der Disclaimer, weil jetzt geht es wieder in ein echtes Produkt rein. Und zwar habe ich heute geguckt auf das, 29.06., das ist noch nicht das Beispiel von heute, 29.06. habe ich einen DZ-Bank ist es, glaube ich, einen DAX-KO-Call, also Wette auf steigende Kurse mit einem Basispreis von 15.400 Punkten, habe ich ausgewählt. Der hat zu dem Zeitpunkt um 11.39 Uhr oder 11.40 Uhr 3.13 zu 3.14 und zwar 90.000 Stück. Das heißt, nein, nicht bei Onvista, das ist diese komischen Farben, ist Börse Stuttgart. Da unten steht Quelle Börse Stuttgart. So. Heißt jetzt, wenn ihr hier eine Order aufgebt für 90.000 Stück, gut 90.000 mal 3 Euro, dann habt ihr schon ein ordentliches Konto. Das sind ja 270.000 Euro. Dann zahlt ihr 3,14 Euro für dieses Produkt. Und jetzt gucken wir uns das an. Um 11.40 Uhr habe ich extra nochmal nachgeguckt, stand der DAX bei 15.668 Punkte. Also da machen wir jetzt eine kleine Rechnung dazu. Die Stammdaten von dem Produkt seht ihr alle auf der Seite von der Börse Stuttgart, also Wertpapier, Kennnummer, Hebelprodukt, was das ist, Turbo-Optionsschein auf den DAX von der DZ-Bank,
Basispreis 15.400 Punkte, K.O. auch 15.400 Punkte, Bezugsverhältnis 100 zu 1. Kleinste handelbare Einheit 1. Und das Mindestquotierungsvolumen sind entweder Gegenwert von 3.000 Euro oder 10.000 Stück. Aber ihr habt gesehen, die DZ Bank verkauft euch gerne auch 90.000 am Stück. So, jetzt achtet hier ganz wichtig. Es gibt immer einen letzten Börsenhandelstag, der ist bei dem Produkt am 26.8. Auch wenn der letzte Bewertungstag am 27.8. ist, der Börsenhandel wird einen Tag vorher eingestellt. Also wenn ihr Scheine kauft, die wirklich nur ganz kurz noch laufen, achtet darauf, wann ist der letzte Börsenhandelstag. Nicht, dass ihr denkt, okay, morgen, übermorgen, vielleicht bewegt sich der DAX dahin, wo ich ihn haben will. Nicht, dass euch dann hier dieser letzte Börsenhandelstag einholt. Es ist kein Witz mit den 90.000 Stück, aber du kannst hier wirklich 90.000 Stück, du gibst hier bei deinem Broker, bei deiner Broker gibst du eine Order auf. 90.000 Stück hättest du gern gekauft. 90.000 mal 3 Euro sind 270.000 Euro. Musst du jetzt auf deinem Konto haben, um hier 90.000 Stück davon zu kaufen? Nein, das ist keine Ordermaske. Gucken wir uns nachher nochmal live an. Börse Stuttgart, Quelle Börse Stuttgart. Wir gucken es uns live gleich an. Okay, also hier, wie gesagt, achtet immer auf den letzten Börsenhandelstag. Der Emittent ist nochmal hier drin mit Homepage und mit Telefonnummer. Wenn ihr ein Produkt nicht versteht, ruft bei dem Servicetelefon an und lasst euch erklären, wie was auch immer funktioniert. Dafür sind die Jungs und Mädels an diesem Telefon da. Hier nochmal Aufgeld. Entspricht nicht dem Aufgeld von Optionsscheinen, sondern es sind die Finanzierungskosten des Emittenten. Müsst ihr euch so vorstellen, ein Indexzertifikat, also DAX-Stand 15.500 Punkte, ein Zertifikat, Bezugsverhältnis 100 zu 1, kostet ungefähr 155 Euro. Wenn ihr also jetzt ein Hebelzertifikat für 3 Euro kauft, wo der innere Wert eben diese 3 Euro sind, dann gibt euch der Emittenten Kredit von 152 Euro. Und den möchte er bezahlt haben und das ist das Aufgeld. Es ist ein Zinsvorteil für euch. Aber es ist natürlich ein Zinsnachteil für den Emittent, weil er sichert seine Position zum Beispiel über F-Dachse ab und da muss er ja Margin hinterlegen und er hat seine Kosten damit. Hier zum Beispiel so ein Unlimited Index Zertifikat auf dem DAX, das ist jetzt von der Börse Frankfurt, auch von der Société Générale. Und da seht ihr, 155,55 kostet das Stück. Ihr habt da also schon einen deutlichen Preisvorteil, ob ihr mit 3 Euro am DAX partizipieren möchtet oder mit 155 Euro. Und jetzt bitte kein Witz, ihr könnt hier 200.000 Stück ordern und ihr kriegt die jetzt sofort und gleich. 200.000 mal 155, da muss ich meinen Rechner dafür bemühen, das ist ein ordentlich großes Konto. Berechnung. Die ist jetzt hier bei einem Hebelzertifikat so einfach, dass man die wirklich im Kopf machen kann. Zur Not nimmt man einen Taschenrechner. Okay, es ist nicht die verfügbare Menge. Hier haben wir eine verfügbare Menge. Emissionsvolumen waren da bei diesem 5 Millionen Stück. Da gibt es sicher mehr davon. Aber du kannst jetzt mit einem großen Konto jetzt 200.000 Stück davon ordern, wenn du genügend Kohle hast. Und die werden dann in dein Konto eingebucht. Die hast du dann. So wie du 1.000 Daimler-Aktien kaufen könntest. Ist die jetzt für diesen Preis, für 1,55,55 käufliche Stückzahl, 200.000 Stück kannst du für diesen Preis jetzt kaufen, wenn du mehr möchtest. Wenn du jetzt mehr möchtest, 300.000 Stück, musst du mehr bezahlen. Also da ist mehr nicht billiger, dann wird der Spread ausgeweitet. Wenn du da jetzt eine Order reinstellst für 300.000 Stück, dann heißt es möglicherweise 155,50 zu 155,57. Das ist die maximale Größe zu ordern, jetzt für eine Order.
aber in ein paar Minuten gibt es wieder 200.000 Stück, bis die alle verkauft haben vom kompletten Emissionsvolumen. Berechnung, total easy, kommen wir da nochmal hin. Wir gucken uns den inneren Wert an. Wie berechne ich das Aufgeld und was ist dann der faire Preis vom Long? Ich habe hier nur die Long-Variante drin, Short gilt vice versa. Long, gehen wir gleich ins Beispiel rein, auch wieder dieses Produkt von gerade eben. Für den inneren Wert brauche ich den aktuellen Kurs vom Basiswert, das ist der DAX, 15.668 Punkte. Davon ziehe ich ab den Basispreis, der war bei 15.400 Punkten. Kriegen wir im Kopf hin, das sind 268 Punkte. Multipliziere das mit dem Bezugsverhältnis, also multipliziere das mit 0,01, macht 2,68 Euro. Das ist der innere Wert. Kosten tut das Ding aktuell 3,14 Euro. Die Differenz zwischen den 3,14 und meinen 2,68 sind 46 Cent. Das heißt, der Emittent möchte aktuell für seinen Wertpapierkredit, den er mir gibt, 46 Cent. Der baut sich ja zum Laufzeitende auch ab, wird immer weniger, aber aktuell bezahle ich 46 Cent Aufgeld, also Wertpapierkredit für dieses Produkt. Möchte ich den Hebel berechnen, dann brauche ich, also das ist hier die Rechnung, haben wir hier nochmal drin. Hebel heißt aktueller Kurs vom Basiswert. Das sind wieder die 15.668 Punkte, mal das Bezugsverhältnis, mal 0,01. Und das teile ich durch die Geldseite, macht 50. Das heißt, hier haben wir einen Hebel von 50. Hebel von 50 ist okay und ihr seht ja hier, bei 15.668 Punkte steht der DAX aktuell und wenn der DAX 15.400 Punkte erreicht, in dem Moment ist dieses Produkt ausgenockt. Bedeutet Knockout, dass das Zertifikat dann wertlos ist? Jawohl, es ist dann wertlos. In dem Moment, wo der DAX 15.400 Punkte erreicht, ist es wertlos. Aber du musst dir ja vorstellen, Georg, von 15.668, es geht ja oftmals in Etappen, vielleicht auch mal in 10er Schritten runter. Das heißt, du hast eine Chance, hier eventuell noch auszusteigen. Und wenn du jetzt nicht so viele Hebelprodukte gekauft hast, ist dein Verlust auf diese 3,14 Euro begrenzt. Mehr kannst du nicht verlieren. Also Hebel von 15 ist okay. Hebel von 50 heißt in dem Fall, wir haben noch 268 Punkte bis zum K.O. Mit einer Eröffnung um 9 Uhr oder mit einer Eröffnung um 15.30 Uhr S&P 500 bist du da noch nicht ausgenockt. Es ist noch nicht so risikoreich. Wenn wir jetzt hier den aktuellen Kurs durch eine immer kleinere Zahl teilen, wenn wir hier sagen, der aktuelle Kurs vom Basiswert bleibt mal bei den 15.680,60 und ist dieses Hebelzertifikat ist nur noch 50 Cent wert, dann haben wir ja hier 50 Cent nur noch 4 Cent innerer Wert. Dann ist es natürlich kurz vorm Ausnocken. Dann ist es kurz vorm Ausnocken und wer hat meinen Taschenrechner geklaut? Dann haben wir die 15.668 mal Punkt 01 ist gleich geteilt durch Punkt 5 ist gleich, dann haben wir hier einen Hebel von 313. Das Ding ist also wirklich extrem kurz vor dem Knockout. Okay, findet sich dann noch ein Käufer wegen dem geringen Volumen? Du meinst wegen dem geringen Preis, also Volumen ist für mich was anderes. Ja, es findet sich ein Käufer. Also selbst wenn du hier, wenn das Produkt bei 50 Cent gepreist ist, wirst du hier immer noch 90.000 Stück sehen. Das heißt, du kannst es immer noch verkaufen. Aber in dem Moment, wo der DAX diese 15.400 erreicht,
ist aus, da ist das Ding ins Tod, du kriegst es nicht mehr verkauft, natürlich auch nicht mehr gekauft. Dann hast du den Totalverlust erlitten. Aber der Emittent nimmt zu jedem Zeitpunkt, also 29.06., 11.39 Uhr, nimmt er auf beiden Seiten 90.000 Stück. Und die nimmt er auch, wenn er näher am Ausnocken ist. Aber mit 90.000 Stück, also mit 270.000 Euro, ich gehe mal davon aus, dass keiner von euch 270.000 Euro in einen Schein steckt. Bei einem endlosen Zertifikat, also wo das Laufzeitende irgendwo in der, also unendlich ist, da ist der Knockout in der Regel über dem Basispreis, also jetzt beim Long-Zertifikat über dem Basispreis. Das heißt, wenn ausgenockt wird, wenn hier ausgenockt wird, dann diese Differenz, das ist der Restwert, der dann erstattet wird. So. Zeigst du die Webseite der Börse, wo man diese Zertifikate findet, zum Beispiel. Also als Beispiel, ja, ist auch jetzt die nächste Folie hier. Ich habe hier einfach mal von heute, von 14.15 Uhr, bin ich auf die Seite von der Börse drauf. Ich zeige es euch nachher auch noch live. Also bin ich jetzt auf die Seite von der Börse drauf und habe mal geguckt bei Umsatzspitzenreiter Knockout-Produkte. Das war da auch dies, also dieses Produkt, DZ Bank, ein DAX, K.O. ein Put, eine Wette auf fallende Kurse mit einem Basispreis von 15.875 Punkte. Da unten haben wir die Wertpapierkennnummer. Es ist ein Umsatzspitzenreiter und ihr seht, zu diesem Zeitpunkt, 14.15 Uhr, wurden von dem Schein Volumen in Euro, also das sind Stück multipliziert mit dem Preis, 4 Millionen umgesetzt. 4 Millionen Euro. Und jetzt gucken wir uns mal die Times und Sales an. Ich habe da mal einfach morgens ab 8 Uhr, wenn der Handel losgeht, total interessant. Da sind um 9.30 Uhr 100.000 Stück gehandelt worden. Das sind 271.000 Euro. Dass ihr das mal, rechnet es einfach mal um in Euro. Da hat einer 271.000 Stück, ich sage, gekauft. Wir sehen nicht an diesen Times und Sales, ob er wirklich gekauft hat. Ich sage, er hat es gekauft. Wir haben da ein paar Minuten später, 9.30 Uhr, 9.43 Uhr, gehen wieder 100 Stück für 2,88. Das heißt, da hat er einen satten Gewinn eingestrichen. Interessant ist, wie könnt ihr eure Order markieren? Ihr nehmt nicht eine runde Zahl, sondern eine krumme. Da hat einer 100.001 Stück genommen für 2,69. Das sind auch 270.000 Euro. Und hat sie 7 Minuten später für 2,90, das sind 21 Cent mal 100.000, hat er sie wieder verkauft. Und da haben wir das Spiel mit 100.002. Wieland? Mich stört hier irgendwie gerade keiner. Was stört denn hier? Ich weiß nicht, Dietmar, kannst du bitte schreiben, was dich stört an der 04974, weil der Wieland ist Host und dann kann der das sperren. Also weil ich sehe jetzt nichts gerade, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ach ja, guck mal, ich sehe, dass er, was auch immer, er hat Dings drin, er sieht, da ist die Seite 234 von meinem Vortrag drin. Okay. Angenommen, vorhin kamen Immobilienangebote. Gott, der Wieland kümmert sich drum. Naja. Okay. Angenommen, ihr habt jetzt, möchtet einen Stop-Loss berechnen. Also wir kommen langsam zum Fußballspiel. Angenommen, ihr möchtet jetzt einen Stop-Loss berechnen. Das ist jetzt natürlich bei so einem Hebelprodukt auch wieder sehr einfach, ganz im Vergleich zum Optionsschein, weil wir haben ein Delta-1-Produkt. Das heißt, ich weiß ja immer sehr genau, wenn ich jetzt einen Stop-Loss bei 15.700 Punkten setzen möchte, wie viel ist mein Hebelzertifikat zu diesem Zeitpunkt wert? Also ich habe da das Beispiel von diesem, von dem hier gerade gezeigten genommen, von diesem Umsatzspitzenreiter, von diesem Put, habe ich einfach einen Stop-Loss berechnet bei 15.700 Punkten, habe natürlich vorher das Aufgeld berechnet, das liegt bei 35 Cent. Das heißt, ich muss den Stop-Loss bei 2,10 Euro setzen, wenn ich einen Stop haben möchte bei 15.700 Punkten. Also es ist ja ein Put. Das heißt, wenn der DAX steigt und steigt und steigt auf 15.700 Punkte, dann fliegt
Dann habe ich meinen Stop bei 15.700 und ich habe meinen Verlust begrenzt und ich kriege noch 2,10 Euro zurück. Georg, selbstverständlich, also wenn du an der Börse orderst, an einer Börse, Börse Stuttgart, Börse Frankfurt, kannst du Limits setzen, Kauf und Verkauf. Du kannst keine Limits setzen, wenn du im Direkthandel mit dem Emittenten handelst. Also wenn du über deinen Broker direkt mit dem Emittenten handelst, da fragst du einen Preis an und da kommt es jetzt friss oder stirb. Entweder du nimmst diesen Preis zum Kauf oder Verkauf oder nicht. Karin, welcher Zusammenhang bestand zwischen Times- und Sales-Folie und der davor? Es geht um dieses Wertpapier, um diesen K.O., DV2DGP und einfach mal, um euch zu zeigen, was für Stücke da gehandelt werden, was für Stückzahlen. Das ist also Times und Sales von diesem Hebelzertifikat. Die gehen 100.000-weise, werden die gehandelt. Ich will euch nicht animieren dazu, dass ihr die 100.000-weise handelt. Ihr müsst erstmal das Konto dafür haben und ihr müsst wissen, was ihr macht. Weil wenn der DAX in die andere Richtung geht, dann habt ihr halt auch bei diesen Zahlen schnell mal 20.000, 30 Euro Verlust. Und mit 20.000, 30 Euro kann man sich zur Not ein Auto kaufen, in Urlaub gehen, ein paar Monate Miete bezahlen oder was auch immer. Okay. Ja, Georg, beim Direkthandel hast du nur 3,90 Euro Gebühr, aber wie gesagt, du hast keinen überwachten Handel von einer unabhängigen Stelle wie der Handelsüberwachung und du kannst keine Limit-Order setzen. Oh, gibt es auch schon Limithandel über den Emittenten? Dann ist sehr gut. Dann braucht er den Broker, der sowas macht und den Emittenten, der sowas macht. Bei manchen Brokern, ja, gibt es auch immer diese Flat-Fee-Angebote, diese Null-Angebote, die machen dann einen Monat, haben sie ein Partnerangebot, wo der Trader, wo das gar nichts kostet. Aber lasst euch da nicht zu mehr Trades verleiten, als eurem Konto und eurem Seelenleben gut tut und eurer Risikoeinschätzung. Ganz wichtig. So, was habe ich noch über Turbos drin? Klar, es gibt diese endlichen, Basispreis und K.O. ist konstant. Bei endlosen wird der Basispreis und der K.O. angepasst, entweder täglich oder monatlich. Je nach Emittent müsst ihr entweder nachlesen oder einfach mal anrufen und fragen. Und es werden Basispreis und K.O. bei Kapitalveränderungen angepasst. Also Beispiel, wenn Amazon tatsächlich seine Cloud-Sparte irgendwann mal ausgliedert an die Börse bringt, dann wird hier der Basispreis unter K.O. natürlich angepasst. Und was übrigens auch nicht funktioniert, solche Schlaule gibt es natürlich, also bei uns im Schwaben, dann sind es halt die Schlaule. Ich kaufe mir einen Put-Optionsschein. Morgen werden 5 Euro Dividende ausgeschüttet und der Put-Optionsschein ist dann einfach 50 Cent mehr wert, Bezugsverhältnis 10:1, weil klar, Xdiv macht sich ja im Kurs bemerkbar. Nee, funktioniert nicht, es wird beim Emittenten eingepreist. Also braucht er gar nicht erst raussuchen, wann die Dividenden gezahlt werden und dann mit dem Put zu spekulieren. Ja, also wenn Amazon-Beispiel, wie gesagt, wenn es zum Spin-off kommt, wenn die einen Teil davon an die Börse bringen, dann habe ich in der Regel einen Korb aus 2 Aktien. Aber wenn das ein Endlos-Zertifikat ist, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Emittent dieses Zertifikat dann auch über kurz oder lang kündigt und dann einfach neue rausbringt. Ist die Liquidität bei Zertifikaten problematisch oder ist der Emittent immer als Market Player und Buyer of Last Resort am Start? Jawohl. Der Emittent ist derjenige, welcher kauft. Er ist ja auch Market Maker und der Emittent ist auch der Einzige, der dieses Produkt zurückkauft und er kauft die auch zurück. Aber ihr müsst immer gucken. Gehen wir nochmal ins Internet. Sekunde bitte. Bildschirm freigeben. So. Die rosa Seite. Also ich weiß nicht, wer eine Seite so machen kann. Das ist grausam. Für mein Auge ist das völlig grausam, wenn ich die Seite sehe. Aber das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sind hier direkt auf der Seite von der Börse Stuttgart drauf. Und wenn wir da nach unten scrollen, dann haben wir hier häufigsten Trade.
Gewinner und Verlierer. Und da haben wir hier die Umsatzspitzenreiter. Also ich gehe nochmal zu den Knockout-Produkten rein. Da haben wir immer noch den von der DZ, dieser Put. Ist also immer noch der Umsatzspitzenreiter, knapp mit 6 Millionen. Muss sich ja auch lohnen. Jetzt gehen wir einfach mal in dieses Faktor-Zertifikat rein von GOSA, von Goldman Sachs. Und die sind jetzt noch bei dem Faktor-Zertifikat für 200.000 Stücke gut. Das heißt, wenn ihr jetzt 2 Millionen auf dem Konto habt, könnt ihr 200.000 von diesen Zertifikaten kaufen oder verkaufen. Jetzt am Stück, gar kein Problem. Das heißt, der Emittent nimmt auch jetzt 200.000 Stücke zurück. Und der Emittent hat 10 Millionen emittiert. Seht ihr jetzt hier. Kannst du mal ein typisches Hebelprodukt für Aktien zeigen oder wie screent man nach Zertifikaten? Okay. Wir bleiben auf der Seite von der Börse Stuttgart. Wir gehen in das Menü und wir suchen ein Produkt. Wir suchen ein K.O.-Produkt. Wir suchen einen Classic ohne Stop-Loss. Typ Basiswert, Aktie, Basiswert, ich nehme die Symrise, weil da habe ich den Preis gerade im Kopf und ich will long gehen, Call. Und ich will einen Basispreis, wir waren ja bei 120 vorhin, das heißt, ich nehme den einfach mal von 100, ich will ja einen Call, 132 bringt ja nichts. Bis 100 anwenden. 10 Produkte haben wir hier. Ja? JP Morgan. Oh, JP Morgan, Lang und Schwarz. Also es gibt nur JP Morgan und Lang und Schwarz. Also jetzt für dieses Konkrete, was ich gesucht habe. Und ich gehe da jetzt, also ihr seht ja hier Hebel, also Hebel, das sind langweilige Hebel im Vergleich zu 50 oder zu 300. Wie wähle ich den besten aus? Ich persönlich, das ist eine persönliche Meinung von Karin Roller, habe ein Problem mit Lang und Schwarz, wieso auch immer. JP Morgan, also wir haben jetzt hier keine andere Alternative dazu. Aber dann nehmen wir jetzt den JP Morgan. Basispreis 102, 105. Jetzt müssen wir nur noch sagen, guck mal, 16.07. Jetzt haben wir hier ein Laufzeitproblem eventuell. 16.07. ist demnächst. Dann nehmen wir doch lieber den 14.12. Und bei 14.12. komme ich zum Lang und Schwarz nicht rum. Ja? Also komme ich um Lang und Schwarz nicht rum und klicke einfach mal den ersten an. So, Symrise AG, genau, wir haben ein K.O., ein Call mit Basispreis 102 von Lang und Schwarz, da haben wir die WKN. Jetzt aktuell wird er gestellt mit 1,97 zu 2,05, da war ja vorher die Frage nach der Ordermaske. Das ist aktuell die Taxierung von Lang und Schwarz, was das Ding an der Börse Stuttgart kostet. Und aktuell ist Lang und Schwarz für 2.500 Stücke gut, auf jeder Seite. Dann haben wir hier eben, wie hat sich der Hebelzertifikat entwickelt. Und wir können auch den Basiswert uns angucken. Ja, der ist heute auch schön gestiegen. Klar, weil wenn der nicht gestiegen wäre, dann wäre ja mein Call natürlich auch nicht gestiegen. So, dann wichtig, immer da unten mal gucken, was sind die Daten und Zahlen zu diesem Papier und die Stammdaten. Letzter Börsenhandelstag, 14.12. zum Beispiel. Letzte Bewertung und Zahltag, 21.12. Also da seht ihr interessante Sachen. Etwas weiter unten, Produktbeschreibung. Leider ist da, genau, nee, da steht, da haben wir, könnt ihr noch auf die Homepage, direkt auf die Homepage von Lang und Schwarz gehen, von den Zertifikaten und ihr habt das Servicetelefon. Ob da jetzt jemand dran ist, kann ich euch nicht sagen. Aber da könnt ihr jetzt noch anrufen, wenn ihr Fragen zu dem Produkt habt. Also hier eben
Gibt es die auch ohne Knockout? Also ohne Knockout habe ich kein Hebelzertifikat. Ohne Knockout hätte ich einen Optionsschein. Gehen wir wieder ins Menü, gehen wir wieder in Produktsuche, gehen wir in Optionsschein finden, Produktgattung, Klassik, Typ Basiswert, Aktie, Basiswert, weil es so schön war, Symrise, Optionsart, Call. Basispreis. Wir sind aktuell bei 120. Das macht er nicht so, wie ich will. Also nehmen wir mal 120 bis 130. Leicht aus dem Geld. Fälligkeit nehme ich bis zum Jahresende. Erster, zweiter, dritter. Das ist der dritte Freitag. Ja, 23, nichts 23, Leute, 21. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, habe ihn wieder rausgekickt. Symrise Call, er hat die Basispreis und die Fälligkeit nicht genommen. Okay, dann haben wir hier zum Beispiel einen 120er Call, der ist im Geld, Geldbrief, 120er Call, der ist im Geld. Und so habe ich mir jetzt zum Beispiel hier über die Seite einen Optionsschein ausgesucht. Kann ich natürlich hier genauso über OnVista aussuchen. Und bei OnVista habe ich eben noch das Coole dazu. Ich habe diesen Szenario-Rechner und sage, was passiert, wenn die Aktie fällt, wenn die Zinsen steigen, wenn die Vola fällt, dann kann ich hier mit den Szenarien spielen. So, Frage, kann man eigentlich Zertifikate chartstechnisch analysieren? Nein, kannst du natürlich, aber das bringt gar nichts. Analysiere immer das Underlying. Und zwar bitte immer Heimatwährung, Heimatmarkt. Das muss das Erste sein. Angenommen, du möchtest auf IBM einen Call kaufen, dann analysiere die IBM-Aktie auch an der NYSE im Dollar und guck, wie da der Trend ist, wie da die Preise sind. Du kaufst zwar, klar, hier in Euro, aber du musst wissen, wo sind die wichtigen Marken in Dollar. Die können durchaus ein bisschen anders sein wegen Währungs im Euro, aber du musst die Aktie in der Heimatmarkt, Heimatwährung analysieren. Okay, Frage zum Optionsschein. Verringert sich Omega-Hebel, wenn das Delta steigt, dann würde der Schein an Dynamik verlieren. Gibt eine Faustformel, bei der man einen Schein am besten verkauft, zum Beispiel Delta 0,8. Also Delta 0,8 bist du ja auf jeden Fall schon gut im Geld, nicht weit aus dem Geld. Du bist gut im Geld, aber das wichtige Kriterium muss für dich sein, ob du noch Gewinn hast natürlich mit dem Schein. Weil je nachdem, wie an der Vola geschraubt wird, ist der vielleicht weniger wert, weil weniger Vola als zum Zeitpunkt deines Kaufes. Also da muss ich immer drauf achten. Deswegen vorhin mein Hinweis, wenn ihr jetzt einen Schein kauft, verhaftet einfach die Kennzahlen, so wie hier. Speichert die in OneNote als PDF, wie auch immer, speichert es irgendwo ab, dass ihr wisst, ob der Emittent hier regelmäßig und viel an der Vola was macht. Guckt euch den Schein regelmäßig an. Ihr werdet da erstaunliche Sachen feststellen, was da alles passieren kann. So, ich werde jetzt noch einmal kurz, obwohl es 20.18 Uhr ist, werde ich noch einmal kurz in die Präsentation reingehen, weil ich bin vorab gebeten worden, kurz auf Discount-Zertifikate einzugehen. Also wenn ihr viel Interesse habt an Zertifikaten, können wir gern Ende des Jahres mal wieder so ein VTRD-Wissen-Webinar machen. Zertifikate, einfach mal Grundlagen. Was bestimmt den Preis eines Zertifikats? Dividenden, Forward-Kurve, Restlaufzeit, Korrelation, Kurs des Basiswerts, Zinsniveau, Bonität des Emittenten, Volatilitäten, etc. Und Zertifikate in der Regel ist ein gängiges, also ein Zertifikat wird gebildet über ein Investment in den Basiswert. Wir hatten vorhin zum Beispiel die Symrise-Aktie, wobei da nicht der Basiswert gekauft wird,
sondern das wird über eine Option abgebildet. Wenn ihr mal guckt, wie viel Optionsscheine und Zertifikate es für eine Symrise gibt, dann hat irgendein Emittent irgendwann mehr als 3% dieser Aktien und dann ist er meldepflichtig. Da muss er sagen, jawohl, ich habe jetzt 5% von der Symrise. Die will er aber gar nicht als Investment haben, sondern er will ja nur Zertifikate oder verbriefte Optionen, Optionsscheine drauf begeben. So, das heißt, die werden in der Regel über eine Option abgebildet, der Basiswert. Das Auszahlungsprofil, ob das jetzt ein Discount-Zertifikat, eine Aktienanleihe, ein Bonuszertifikat wird, das wird jetzt verändert und optimiert über unterschiedlichste Derivate. So, Discounter gibt es schon ein paar Tage länger, gibt es von der HSBC seit 1995 und das Produkt ist, die Kombination ist Kauf des Basiswertes, also ich kaufe die Aktie und verkaufe gleichzeitig eine Call-Option auf den Basiswert. Es ist also ein Covered Call, ein gedeckter Call. Der Strike vom Short Call entspricht dem Cap und der Discount entspricht der vereinnahmten Prämie. Der Emittent verkauft da eine Call-Option, dafür bekommt er Geld und das ist die Prämie beim Discount-Zertifikat. Markterwartung beim Discounter ist stagnierende oder leicht sinkende Kurse des Underlyings. Auszahlungsprofil. Notiert die zugrunde liegende Aktie unter dem Cap, dann wird die Aktie geliefert. Über dem Cap erfolgt Barausgleich in Höhe des Caps. Und dieser Erwerb des Underlyings über einem Call mit dem Strike von 0, das ist ein Zero-Strike-Call, also 0, Zero-Strike-Call oder auch Low-Exercise-Price-Option, ein Lepo. Falls einer von euch mal über dies stolpert, was ist ein Lepo? Kein Lego, ein Lepo, eine Low-Exercise-Price-Option. Das heißt, die Lepo ist so wahnsinnig weit im Geld, die hat immer ein Delta von 1, diese Option. Das heißt, Vega, implizite Vola, da gibt es keinen Einfluss mehr auf den Preis dieser Option. Die entspricht praktisch 1:1 dem Basiswert. Aber eben für den Emittenten, er ist nicht meldepflichtig, weil wenn der 3% der Aktien hat, dann muss er melden, jawohl, ich habe jetzt 3% der Aktien und das will er eben nicht, weil er will ja nur Derivate emittieren auf diesen Wert und nicht ein großes Aktienportfolio ansammeln. Discounter kaufen, wenn Vola hoch ist. Jawohl, korrekt. Wenn die Vola hoch ist, logischerweise, wenn die Vola hoch ist, dann ist meine Call-Option, die ich verkaufe, auch hoch im Preis. Und dann ist auch die Prämie hoch und dann ist der Discount entsprechend höher. Korrekt. So, dann habe ich hier noch ein bisschen was übers Preisverhalten drin. Also ihr dürft es gerne nachlesen dann natürlich bei dem Discount-Zertifikat, was da so gilt. Und wie gesagt, eigentlich wäre ich dann am Ende, 20.23 Uhr, ihr habt auch wirklich, fast alle haben bis jetzt durchgehalten, finde ich ganz toll. Wie gesagt, wenn Interesse besteht, können wir gerne nochmal was machen zum Beispiel Faktorzertifikate oder Aktienanleihen oder was auch immer, dass ihr also euer Wissen über die Produkte, die ihr handelt, erweitert. Weil nur wenn ihr wisst, was genau für Produkte ihr kauft, wo eben die Manipulationsmöglichkeiten sind, nur dann könnt ihr auch gut entscheiden, was ihr dann kauft. Deshalb stelle ich euch das so vor. So, Fragen haben wir schon jede Menge beantwortet. Wo kann man Lepos recherchieren? Nein, die findest du nicht bei der Börse Stuttgart, weil ein Lepo ist eine Option. Das findest du bei der Eurex, nicht bei der Euwax. Aber da könnt ihr den Gregor in 4 Wochen fragen, weil der Gregor müsste sich damit viel besser auskennen als ich. Jawohl, das Skript wird mit der Aufzeichnung auf die Homepage gestellt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich versuche, die auch zu beantworten. Jawohl, und es ist kompliziert, aber deshalb müsst ihr wirklich gucken, was für Produkte ihr kauft, insbesondere bei den Optionsscheinen. Okay. Wieland, habe ich irgendwas übersehen? Also mir ist da nichts aufgefallen. Okay. Also von daher.
Von daher würde ich sagen, dass jetzt hat jeder noch Zeit, sich sein Bierglas zu füllen, den Grill anzuschmeißen, wenn das Wetter passt, und dann Fußball zu gucken. Mhm.